Hallo zusammen, willkommen zurück zu Gothic. Dann wollen wir doch heute gleich nochmal weitermachen hier. So. Genau, wir waren hier in unserer Hütte gewesen, hatten gerade nochmal geschlafen. Ja, und schon ein bisschen was erreicht, will ich mal sagen. Die Sache, die ich jetzt heute vorhalte, wäre zunächst erstmal in dieses Sumpflager zu gehen. Und da gab es ja aus dem Sektenlager war ja auch jemand hier gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die standen. Ich denke, da müssen wir die andere Seite entlang gehen. Ja, ich denke, das war da vorne dann. Gut. Ja, der hat jetzt, denke ich, hier die Schnauze voll von uns. Na gut, also hier mal weiter. Apropos, wenn wir gerade nochmal so eine Pfanne sehen, wie sieht es denn eigentlich da aus? Wir haben noch 30 geworden, wir haben 49 mal rohes Fleisch, also. Da müssen wir natürlich mal was machen. Hält uns am Leben und ja, ist natürlich auch eine gute Handelsware. Ja, mal so 20, 30 Stück hier mal schnell machen. Na, gar nicht so schlecht, haben wir wieder über 50. So, ich dachte, er war hier drüben bei diesen Händlern mit. Und der wollte uns ja in dieses Lager führen. Mal sehen. Ist auch so rum ganz schöner Weg. Hätte man wahrscheinlich genauso gut auch andersrum laufen können. Naja. Warst du das? Ich muss wahrscheinlich erstmal aufrauchen hier. Genau. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Lass uns lieber über was anderes reden. Na dann mal los. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Genau, hier beim Südausgang raus. So, machen wir gleich nochmal so einen Temp-Safe hier. Na gut, dann also mal los hier. Der ist bestimmt auch stark genug, dass er sich mit diesen Echsen da anlegen kann. Für uns sind die ja sicherlich noch nichts. Da rennt auch gleich hier schräg rüber. Ein Baran. Ja, gleich vier Krallen, die können wir jetzt natürlich schon abziehen. Das ist natürlich gut, dass wir das schon gelernt haben. Und weil er sich sozusagen unserer Gruppe angeschlossen hat, kriegen wir halt auch Erfahrung, auch wenn er die Gegner besiegt. Was haben wir hier jetzt? Wölfe? Ich denke, die sind nicht so extrem stark, also könnten wir wahrscheinlich auch mitkämpfen. Aber naja. Auch nochmal Fell und Zähne. Das ist doch sehr schön. Man muss aufpassen, dass er nicht zu viel Schaden nimmt, aber ich glaube, er hat auch Heiltränke dabei. Man muss auch ein bisschen aufpassen, denke ich, dass man ihn nicht angreift. So,
so kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen Erfahrung. Achso, hier sieht man auch, dass sich die Gegner auch gerne mal gegenseitig ein bisschen bekriegen. Hast du doch mal Glück. Na, also die eine Fliege werden wir auch selber schaffen. Also da sehen wir auch zum Beispiel noch ein paar Scavenger und so. Da können wir sicherlich später auch nochmal her und noch ein bisschen nachjagen. Wir können ja mal den hier anlocken. Hoffen, dass er uns hilft. Okay. Wie scheinbar da, jetzt weiß ich nicht, wie so ein bisschen gefangen oder was. Danach ist er dann schon mit eingestiegen in den Kampf. Hat ihn dann ja scheinbar auch besiegt, aber da waren wir leider schon tot gewesen. Also dann nochmal. Ja, okay, jetzt hat er sich mal geheilt hier. Ich werde auch immer vorsichtig machen, dass wir ihn nicht schlagen. Ich denke, das kommt nicht so gut. So, jetzt machen wir gleich nochmal einen Zwischensave hier. Bei diesen Varanen. Ah, er scheint schon einiges auszuhalten. Steck die Waffe weg! Was soll das werden? Willst du dich mit mir anlegen? Da okay. Hast du noch mal Glück gehabt. War ja irgendwie hier falsch getriggert gewesen. Der hat die Waffe ja überhaupt gar nicht gezogen gehabt. Naja. Schade, also die anderen zwei kriegt man da wahrscheinlich dann nicht so einfach mit dran gelockt. Aber man hat ja gesehen, man kann im Prinzip ja einfach dran vorbeilaufen. Da scheint etwas nervös zu sein, der gute Mann.
So, erstmal Pilze sammeln hier. Da drüben sind natürlich noch mehr von denen. Na gut, sowas könnten wir Rückzug auch mitnehmen. Naja. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Okay. War wohl ein bisschen nah an uns dran gestanden. Nun gut. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Na gut. Hätte uns ja sagen können, welche Bereiche das sind, aber ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Hier haben wir auch noch eine Pfanne. Bist du denn für eine? Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Okay. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Klingt jetzt nicht so, als ob er so 1000%ig überzeugt ist, aber ja, wenn's hilft. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher,
Ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Was würden wir tun, wenn wir uns theoretisch hier anschließen wollten? Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balnamip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay. Gut, wo jetzt alles ist, wir laufen sowieso einfach mal rum. Der Schläfer möge dich behüten. Okay, also die dürfen wir nicht ansprechen. Na gut, mal schauen, ob ich mich noch so ungefähr hier auskenne. Also das ist, denke ich mal, wirklich das unübersichtlichste Lager überhaupt. Ich höre nicht mehr. Ich muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Das hier für einer. Er sieht nicht so aus, als ob er schon hier hingehört. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Vielleicht treffen wir den ja mal. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Aha, okay. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ganz bestimmt. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Okay. Fortuno, okay. Da geht's in der Hütte. Na, gehen wir mal hier weiter. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon Kraut selber dabei? Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Früher wäre das ganz anders gelaufen.
ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay, was haben wir denn hier? Ja, das war nicht besonders schlau. Einfach nur normale das Templer. Hinten sitzen welche. Manche lernen eben. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Gornadra, aber es ist kein Baal. Also dürfen wir auch mit denen sprechen wahrscheinlich. Hi, wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Okay. Und ich denke, das haben wir jetzt auch gelernt, oder? Wissen über Zangen ausschneiden von Minecrawlern. Ah, und das hat interessanterweise gar keinen Lernpunkt verbraucht. Ja. Also kann man jetzt ja schon mal an der Stelle verraten, das ist eine Sache, die man unbedingt dann quasi lernen muss, weil wahrscheinlich verbrauchst du deshalb auch keinen Lernpunkt. Ich denke, man kann das dann später auch in der Mine selber lernen. Aber wir hatten es jetzt halt einfach so. Was bist du denn für einer? Sagt nichts. Er ist doch Fortuna. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay, also unsere Ration haben wir gerade bekommen. Die sollten wir ja dem einen geben. Ich will handeln. Was willst du haben? Aber mal schauen, was er sonst noch hat. Oder willst du was verkaufen? Traumruf, schwarzer Weiser, grüner Novize. Okay. Ich meine, wir können uns ja von jedem einfach mal eins mitnehmen. Bisschen Geld hat er sowieso auch noch. So. Okay, haben wir doch schon mal so eine kleinere Aufgabe hier erledigt oder können sie zumindest erledigen. Dann schauen wir uns hier aber noch. Ja. Ich höre nicht mehr auf das. Kann schon sein. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt.
Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Immer wieder dieselbe Leier. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, hat mal wieder was geschmiedet, haben wir uns ja schon selber. Keule, Knüppel, ein bisschen Munition noch. Hat aber wirklich nichts Gutes. Also unser selbst gebasteltes Schwert wesentlich besser. Hier gibt es da eine Kiste, aber ich denke, das ist ein bisschen zu auffällig. Wir müssen dann natürlich irgendwann mal diesen Korkalom finden. Der soll ja da dann noch irgendetwas haben. Aber wir schauen uns erstmal hier noch weiter um. Was ist mit dem los? Also das sind wahrscheinlich nur die allgemeinen. Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Bist du neu hier? Ich bin vor kurzem angekommen. Na gut. Manche lernen eben gar nichts dazu. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oh nein. Ah, ja, okay, es geht wieder. Aber halt's für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Machen wir doch nochmal einen Save, ja? Nicht, dass wir ja irgendein Problem wieder kriegen. So, wo saßen jetzt die alle? Ach hier. Das sind nur die. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Okay, das war ein sehr überzeugter. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Das könnte ja sich vielleicht sogar ergeben. Weil wir haben ja diesen einen hier getroffen, der gemeint hat, dass er einen Freund noch im alten Lager hatte. Und der wollte ja später nachkommen. Vielleicht müssen wir den nur mal ansprechen. Den haben wir, denke ich, noch nicht im alten Lager gesehen, aber irgendwo werden wir den schon finden. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im
neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay. Das können wir ja irgendwie hinbekommen. Soll natürlich wieder regnen, wie verrückt hier. Da soll man sich erstmal zurechtfinden. Wo finde ich Kor Kalom? Auf der zweiten Ebene, nahe dem Tempelberg, ist das Alchemielabor. Er arbeitet dort Tag und Nacht. Wenn ich mich recht entsinne, war der irgendwo oben gewesen. Nee, vielleicht hier rauf. Hey, du! Kane? Oder so ähnlich. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Kor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Also wir werden ihn jetzt sicherlich nicht fragen, wie man ein Rezept kommt. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Na, wo wir das Sekret herbekommen, wissen wir. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay, also wenn wir ihn sehen, können wir einfach mit ihm sprechen. Das ist natürlich auch schon mal nicht ganz schlecht. Müssen wir ihn halt bloß noch finden. Hey, du! Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Okay, der wohnt hier drin. Novizen. Aber war halt nicht besonders schlau. Aber behalt's für mich, muss ich gleich jeder. Die sind mal Templer. Aber wo könnte er jetzt sein? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Was bist, machst du denn hier? Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger! Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Na gut. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Okay, na gut. Ich denke, der war da hinten irgendwo. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ah, da waren wir doch jetzt gerade gewesen. Das passiert mir nicht nochmal.
Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Früher wäre das ganz anders. Kaum, dass ich daran was erinnere. Na, vielleicht mal hier hoch. Ja, wenn du meinst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. An der Geschichte muss wohl noch was dran. So lange. Kalums Leibwache. Ich glaube kaum, dass ich. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. War das jetzt ja oder nein? Ich halte mich da lieber raus. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder lieber über was anderes reden. Was willst du? Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ja, das ganz ernst. Nicht so heiß gegessen, nicht gleich jeder wissen. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Haben wir uns schon wir gedacht. Sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Das hier in dem Buch? Was haben wir uns jetzt eigentlich aufgeschrieben? Korkalum will das Rezept nicht herausgeben. Aber in seinem Labor stehen Truhen. Er sieht ziemlich beschäftigt aus. Okay. Ja, wenn wir probieren können wir es ja mal. Na toll, haben wir mal zwei Dietriche verschwendet. Die Truhe geht gar nicht auf. Ja, was soll's. Okay, also das Rezept haben wir schon mal. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Kann schon sein. War doch klar, dass das Ärger gibt. Dann können wir den einen mal noch sein Kraut geben. Hier war dieser Kerl. Geht so dann in diesen Sumpf mitten hinein. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten.
Wer ist denn da noch? Überwacht er auch irgendwas? Okay, nee, der hat nichts Spezielles zu sagen. Was macht ihr denn hier? Baal-Urun. Ich höre nicht mehr auf das Gehörsel. Er scheint nicht mit uns reden zu wollen. Wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal-Urun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber... du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom, direkt bei Fortuno. Ah, okay. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Das können wir ja machen. Myras. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Okay. Also jetzt sind wir, denke ich, wieder in der Nähe des Eingangs. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Also, könnten wir nochmal fragen. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Na gut. Aber auf jeden Fall schon mal so eine Sache hier abgeliefert. Da kommen wir, grüner Novize.
Ja, gibt auch Erfahrungspunkte. So. Immer wieder. Ich dachte, das wäre schon lange. So, wo war jetzt dieser Fortuno? Ach, hier hinten, denke ich. Ach, das war der nicht mit uns reden wollte. Ah, okay. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gorim schickt mich. Was? Der Quatsch wird viel. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Viel. Manche lernen eben gar nichts dazu. Okay. Immer wieder dieselbe Leier. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Früher wäre das ganz gut. Ich meine, ist jetzt die Frage, ob wir jetzt schon stark genug sind. Aber wir können es einfach mal probieren. Um dort mal ein bisschen zu motivieren. Steck die Waffe! Klarer Sieger, würde ich sagen. Okay, aber besonders viel hat er wirklich nicht ausgehalten. Wir können noch mal seine Axt mitnehmen. Die ist ja bestimmt nicht so gut wie unser selbstgebautes Schwert, nein. Essen wir noch ein Fleisch. Das wird dir noch leid tun. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! Wenn du meinst. Dann können wir ihm ja mal folgen. Mal schauen, ob uns das noch was anderes einbringt. Ich meine, 1-2 hat man nicht auch Zauber gehabt? Licht? Das muss wohl Magie des Schläfers sein. Na, der schnellste ist er schon mal nicht. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das passiert mir nicht nochmal. Aber behalt. Also es ist nur. Das passiert mir nicht nochmal. Ich halte mich da lieber. Aber wir folgen ihnen auf jeden Fall mal. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. An der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Besorge niemanden. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Immer wieder dieselbe Leier. Ich dachte, das wäre schon jetzt geklärt. Manche Leier. Erstmal abwarten. Moment, wann geht der denn jetzt nach oben? Ja, alles klar. Ich höre nicht. Ja, hoffen wir es mal. Man muss eben aufpassen, was man rum. Wenn du meinst. Das passiert mir nicht. Immer wieder dieselbe Leier. Meinst? Kann man auch erst nochmal einen nehmen hier. Oh, 2 Mana.
Na gut, so extrem hoch war es nicht. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Okay. Ja, genau, oder? Also er hat ja gerade gemeint, er hat mit ihm schon gesprochen, also als ob er schon wusste, dass wir ihn hierher bringen könnten würden. Naja. Die sind also irgendwo in diesem Sumpf. Das ist halt die Frage, wie wir die da finden. Vielleicht? Und das ist ein Baal. Sieht so komisch aus für einen Baal, aber... Na komm, wir sprechen ihn trotzdem mal an. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha. Ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Huh? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Korkalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Ist jetzt die Frage, ob wir das überhaupt machen wollen. Fünfzig sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen.
Okay. Um in die Kneipe zu kommen, müssen wir ja auch nochmal mindestens 50 Erz bezahlen, aber na gut. Aber das ist doch jetzt noch unverarbeitet. Ja, noch ein paar Heilkräuter. Na gut. Der meinte ja irgendwie, der andere ist auf der anderen Seite des Sumpfes. Na, mal schauen. Auf jeden Fall nochmal ein Zwischensave machen. Also mit den Dingern da wollen wir uns auf jeden Fall nicht anlegen. Ist auf jeden Fall die Barriere. Ist jetzt die Frage, wo sind die denn? Das war wohl die Barriere gewesen. Wir sollten ja irgendwie noch mehr Kraut holen. Geht das dann nicht wirklich hier lang? Das ist wahrscheinlich dann schon zu weit hinten. Das war aber mal knapp. Da stehen da hinten nicht welche. Die haben sich aber auch einen tollen Ort hier ausgesucht. Bal Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen.
So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Baal Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Baal Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab ne bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Okay, dann sollen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Also Blutfliegen, die können wir wegen mir besiegen. Ich meine, rein theoretisch könnte man natürlich auch mal mit unserem Bogen probieren. Also die, die hier normal draußen stehen, da können wir einfach so hingehen. Brauche einfach nur den richtigen Rhythmus hier, dann klappt das schon. Na gut, unter Wasser ist ein bisschen schwierig. Dann denke ich nicht extrem viele Pfeile. Auf 55 immerhin noch. Na, mal schauen. Jetzt weit oben. Na, wir haben ja genügend Keulen. Und ein bisschen Erfahrung gibt es ja auch. So, sind ja noch welche da hinten nicht. Allerdings hier drüben vielleicht. Ich weiß nicht, ob er die auch meint. Man natürlich auch selber ein bisschen Sumpfkraut gleich nur so mitnehmen. Vollidiot. Muss natürlich da runterlatschen. Ja, Rüstung bekommt man auch. So, hier hinten waren die jetzt.
Also so eine ganz einfache Anfangsrüstung hätte man uns theoretisch jetzt schon holen können. Also kostet die etwas besser allerdings schon 500 Erz. Dann so viel hatten wir momentan halt auch noch nicht wirklich übrig. Dass ihm das jetzt reicht hier. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Na gut. Also, dann sammeln wir das ja aber auch nochmal wieder auf. Aber wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, wir könnten entweder Kor Kalom jetzt das Kraut bringen oder wir verkaufen es ans neue Lager. Dafür haben wir natürlich jetzt schon extra ein bisschen Geld Vorschuss gegeben. Also und Kor Kalom, weiß ich nicht, ob der uns was dafür gibt, wenn wir ihn jetzt das Kraut bringen. Das ist ein normaler Bodenauftrag und ich sag mal so, am Ende bin ich mir halt nicht so sicher, ob wir uns jetzt wirklich hier diesem Lager anschließen wollen. Das mit dem Sumpf ist ja so eine Sache hier. Und diese ganzen Sektenspinner hier. Naja. Aber gut, auf jeden Fall heißt es natürlich, wir hätten aber auch noch mal was, was wir dann ins neue Lager einfach schon mal mitnehmen könnten. Ich weiß jetzt immer noch nicht. Licht könnte Schläfermagie sein. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für ihn. Aber das könnten wir eigentlich einfach mal probieren. Was sind drei? Ich weiß gar nicht, was drei ist. Okay, das reicht wohl nicht. Nicht ausreichend. Wir könnten jetzt immer noch diesen Lester nochmal fragen, der ganz am Anfang war. Wir jetzt eigentlich noch, ich denke, wir hatten noch eine dritte Krautsorte, oder? Schwarzerweise. Was macht das denn? Da gibt nochmal 10 Erfahrungen. Ist jetzt nicht besonders viel, aber immerhin.
Ja, wir haben halt leider keine Zauber. Das passiert mir nicht nochmal. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Also, da führt er einen hin. Der Schläfer möge dich behüten. Na gut. Weiß ich jetzt nicht, wann wir den mal alleine finden. Aber gut, essen wir doch nochmal eine Happen hier. Wir haben ja noch ein Level-Up erreicht. Das heißt, was ich jetzt noch mal gerne wissen wollte. Okay, hier haben wir verschiedenste Sachen. Okay, ich hätte halt gerne mal diese Einhänder gelernt. Das kann halt der Sketty außerhalb des Lagers. Kann man das noch lernen? Schleichen. Ja. Und diese Tierverwertung. Ach, das haben wir ja schon. Aber ich würde sagen, machen wir hier nochmal einen Hauptsave.